Hallo, ich heiße Stavros Diamandakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute möchte ich Ihnen etwas erklären über eine schwarze kleine Kamera. Die Kamera ist eine Ika-Plattenkamera oder besser gesagt eine Ernemann-Kamera, weil nach die erste große Fusion von 5 großen Firmen ist die Firma Ika entstanden, internationale Kamera-Aktiengesellschaft. Aber manche führende Firmen, so wie die Firma Ernemann, hat diversen Kameras weiterhin produziert und verkauft unter dem Namen Ernemann. So ist auch mit dieser kleinen Kamera, die in mehrere Varianten verkauft wurde. Diese Kamera hier ist vom Jahr 1914. Die Kamera ist klein, sehr robust und ist aus Stahlblech. Die Kamera ist sehr robust deshalb, weil sie hat 2 Seitenspreizen, das sind voll Metall und deshalb ist auch relativ gut fixiert. Die Kamera hat eine Rahmensucher, hat eine Blende und eine Zeiteinstellung. Die Optik ist eine hochwertige Ernemann-Optik, aber Fix-Fokus-Einstellung, das heißt von 2 Meter bis unendlich. Der Balken ist aus Leder und die Kamera hat eine Schrumpflack-Lackierung. Mit dieser Kamera kann man verwenden Platten oder Planfilm. Das schaut so aus, beziehungsweise das ist eine Kassette für diese Kamera. Aber neben diese Kassette und die Kamera hat auch die Verpackungen gegeben von diesen Platten oder Planfilme. Die waren sehr interessant und aus Grafikgründen oder Gestaltung schön gemacht einfach. Und diese Kamera ist, wie sollte ich sagen, eine für mich persönlich eine sehr, sehr interessante Kamera, weil mir im Herz gewachsen ist. Ich erzähle so viel über diese Kamera. Würden wir mal das Ganze umdrehen, könnte diese Kamera sehr viele Sachen erzählen. Wie zum Beispiel ein junger Soldat, ein junger Leutnant, 1915 diese Kamera kauft. Später macht er Dienst bei der K&K Infanterieregiment Nummer 18 an der Front bei der Festung Prützenmühl. Dort wird diese Festung eingenommen, die Festung ist gefallen und 140.000 Soldaten der K&K-Monarchie geraten in Gefangenschaft. Dieser junge Leutnant hat diese Kamera aber immer noch mit. Und die Kamera könnte uns erzählen, wie diese Festung gefallen ist. Die Kamera könnte uns erzählen, die Fahrt vom Prützenmühl bis zum ersten Kriegsgefangenenlager. Lange Zugfahrten, wie Viehwaggons, minus 40 Grad, kein fließendes Wasser und nichts zum Essen. Die Kamera könnte erzählen von der ersten Kriegsgefangenenlager. Da waren 2 lange Jahre, was diese Kamera alles gesehen hat. Zwangsarbeit, unglückliche Situationen, Todesfälle, Krankheiten, Hunger, Durst, Kälte vor allem. Und dann wieder Transport in die nächste Lager. Nur ein paar hundert Kilometer, aber monatelang wieder Viehwaggons, sibirische Kälte, Hunger, Durst und Not. Und dann etwa 1920, die Leute werden entlassen. Ein guter Geist hat ein Schiff engagiert, die diese Leute
nach Hause bringt. In Vladivostok ist das große Treffen. Ein guter Geist, der Engel von Sibirien, ein Doktor aus Wien, hat alles organisiert. Der Mann war für alle Kranken, Leidenden da. Er hat organisiert, dass das Schiff zuerst ein bisschen umgebaut wird. Und seetüchtig für 1600 Personen gemacht wird und in eine 52-tägige Seereise von Vladivostok über den Indischen Ozean und so weiter, die Leute nach Triest kommen. Und dann von Triest wieder in eine 8-tägige Eisenbahnreise, die Leute endlich am 6. November 1922 nach Hause kommen. Diese Kamera könnte das auch erzählen. Die Freude, die Tränen und die Glückseligkeit, dass man endlich zu Hause ist. Jahre später ist der junge Leutnant, dann Oberstleutnant und das Major entlassen worden. Und diese Kamera ist irgendwo hängen geblieben. Aber die Kamera war für lange Zeit verschollen. Aber etwas ist geblieben. Die Werke von dieser Kamera, diese Album, die leider Gottes jahrelang bei mir unbeachtet war, bis ich auf einmal den Wert dieses Albums erkannt habe. Und ich bin stolz, dass nach 10-monatiger Arbeit, Recherchen und Arbeit, alles wieder mal gefunden habe. Alles. Ich bin stolz dafür. Und diese kleine schwarze Kamera ist mein Liebling. Sie könnte sehr, sehr viel erzählen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.